Und zwar betritt man einen Raum und da hängen 96 LEDs und auch Fahrradglühbirnen, unterschiedliche Lichtfarben, unterschiedliche Größen von der Decke ab. Und diese Lichter stellen so eine Art Sternenhimmel dar und die blinken in Licht-Morse-Code. Und das heißt, man betritt diesen Raum, man hat ganz viele bunte Lichter von der Decke und alle blinken in unterschiedlichen Schnelligkeiten. Und Silent Communications deshalb, weil ja diese Lichtsterne mit uns über Morse-Code kommunizieren, aber eben nichts sagen. Und wer Morse-Code lesen kann, der könnte das dann dechiffrieren, wenn er das kann. Heutzutage kann eben nicht jeder Morse-Code lesen. Und dann habe ich beim FZI angefragt, ob die mir nicht helfen können, eine App dafür zu entwickeln, damit man einfach diese alte Sprache mit unserer neuen Technologie übersetzen kann. Und dann hat das FZI eben eine App entwickelt, die heißt Quoting Stars, wo man dann wirklich einen Stern anfokussieren kann im Live-Modus und dann lesen kann, also übersetzt in Englisch, was der gerade sagt. Es sind jetzt über 96 Zitate, die sich jetzt alle thematisch auf die Code-Geschichte beruhen. Jeder darf dann selber herausfinden, welches was sagt. Das sind dann auch Zitate von Bill Gates drin, die man kennt und ganz viele berühmte Personen. Also einfach komplettes Thema ist Code-Geschichte. Die Zusammenarbeit mit dem FZI war super. Ich hatte ja eine E-Mail denen angeschrieben und habe gesagt, hier für das ZKM, ob die nicht gerne mir helfen können, weil ich bin kein Programmierer. Und da waren die sofort haben sofort eingewilligt und wir haben uns ein paar Mal auch getroffen und also das ging ja alles wirklich über ein Jahr, also das geht nicht alles in einem Monat, diese ganze Programmieraufwand, und das hat jetzt alles genauso funktioniert, wie es sein sollte.